So, Kaufmann, aber jetzt schauen wir doch mal, was der Kaufmann tatsächlich im Angebot hat eigentlich. Pirat des Clans Dinnem haben wir bekommen als Karte von ihm. Zeig mal, was du zu bieten hast. Aha, irgendwelche komischen Gemälde kann verkauft werden. Und ein paar Crafting-Materialien. Und eine Fackel. Na dann, gut, dass wir nachgesehen haben. Wäre ja schade, wenn wir das Angebot übersehen hätten. Von komischen Gemälden und so. Boah, das sind echt viele Quent-Matches. Aber da müssen wir durch. Da müssen wir durch. Ich spiele es ja gerne. Ich kann mir nur vorstellen, dass es zum Zugucken nicht das Allerspannendste ist. Aber wenn wir hier den DLC Completionisten wollen, dann bleibt uns gar nichts anderes übrig. Hi, Stargater, wie geht's? Gemahlen, was immer du wünschst. Ich würde gerne mal, schauen wir mal, was die Händler im Angebot haben, wenn wir schon da sind, oder? Auch wenn es nur Kastanien und Kraut sind. Kräuter. Ach, Schnickschnack. Spielen wir Gwyn? Zweizahn ist heuer wirklich gar nichts geworden. Oh, der arme Zweizahn. Ist einfach gar nichts geworden heute. Gut. Alleine nicht so gut. Ach komm schon, Spiel. Du bist jetzt aber auch ein bisschen doof mit deinen Karten, die du mir gibst. Was soll ich mit dem anfangen hier? Ah, come on. Wirklich? Ach, Mist. Naja, gut. Ich habe einen Spion. Vielleicht kriege ich noch einen zweiten Berserker auf die Hand. Den lege ich ihm jetzt mal drüber. Der Kräuterhändlerin. Ah, zwar nicht das dynamische Trio, aber das dynamische Trio ist auch Overkill. Du tut's auch. Jetzt passt die schon. Interessant, interessant. Dann spiele ich jetzt mal den guten Wesimir, der leider nicht Mark Hamill ist. Aber der gewinnt jetzt mal die erste Runde für uns. Hey, Metatron. Achso, nee. Entschuldige, Chat verrutscht. Oder doch? Ich bin schon ganz durcheinander. Doch, stimmt schon. Hey, Metatron. Dich haben wir noch nicht gesehen heute, ne? Ah. ich glaube, ich spiele mal das dynamische Duo hier. Das dynamische Berserker-Duo. Was hat denn der für eine Spezialfähigkeit mit dem Pilz? Das ist gefährlich. Alle Berserker-Karten. Der Mäusek. Der Mäusek ist gut. Den hätte ich gern. Oh, vielleicht kriege ich die Karte, wenn ich den jetzt besiege. Das wäre cool. Ich war mir nur gerade nicht sicher. Oh, jetzt hat der hier den Mäusek, der alle Berserker... Aber nur in der Reihe, ne? Nur alle Fernkämpfer-Berserker-Karten. Ja, ja, okay. Ich glaube, ehrlich gesagt, ich passe jetzt einfach mal. Ja. Well played. Ich dachte, sie verbraucht noch mehr Karten, aber gut. Aber das Coole ist, durch die komische Fähigkeit, die ich mir nicht erklären kann, kriegen wir jetzt unsere beiden Berserker wieder, weil das die einzigen Karten waren, die ich bisher ausgespielt habe. Das ist schon mal ein irrsinniger Power Boost, mit dem wir hier gleich mal starten dürfen. Fliegen. Ja, ist ja schon gut jetzt. Freu dich nicht so früh über deine zugegebenermaßen ziemlich coole Angriffs-Nahkampf-Offensive da. Jetzt ist sie weg. Haha, damit hast du wohl nicht gerechnet. Nein! Oh, damit habe ich nicht gerechnet. Well played. Da haben wir uns wohl gegenseitig die stärksten Gegnerkarten aus der Hand gehauen. Oder so ähnlich. Irgendwie sowas in der Art, wollte ich sagen. So, so. Aber das Gute ist,
dass ich jetzt Karten auf dem Friedhof habe, die ich jetzt durch meine Heilerinnen wieder zurückholen kann. Weil vorher hatte ich gar nichts auf dem Friedhof, was ich wieder retten könnte. Hätten könnte. Ah so, das war's schon. Sie hat keine Karten mehr. Na dann. Well played, Kräuterfrau. Well played. Aber meine unsterblichen Berserker sind berserkialisch. Und das ist was Gutes, anscheinend. Schade, dass die immer so wortlos zu Ende gehen. Ich hätte gern immer noch so ein ganz... Ne, einfach nur, dass die kurz darauf eingehen, dass wir gerade gespielt haben. Das ist immer so... Wortlos geht er dann weg, der Geralt. Das ist komisch. So, was haben wir gleich nochmal neu bekommen? Den Piraten da oben haben wir vorher bekommen. Der hat ein Symbol, das bedeutet, die stärksten Karten beiden Spieler auf dem Schlachtfeld werden getötet. Aha, das könnte man zum Beispiel auch sehr gut wahrscheinlich mit Q und Kambi. Wenn er nicht sich selber tötet, das weiß man jetzt nicht. Da müsste man jetzt genau die Regeln befragen. Wenn alle Karten schwächer sind als er und tötet er nur eine der schwächsten Karten? Nee, die stärksten Karten beider Spieler. Naja, ich bin mir trotzdem nicht so sicher. Gaunter Odim. Finsternis. Ja, na gut, okay. Weiter geht's. Hey! Quest, was haben wir denn hier? Die Ausstellung des Denkmals des Reginald Dobry bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Nein, nicht die Ausstellung des Reginald Dobry. Bitte weitergehen, die Ausstellung ist geschlossen. Was ist denn hier los? Oh Majoran, gib mir Kraft, ich ertrage es nicht. Ich glaube, ich war deutlich. Heute keine Besichtigung. Warte, bist du nicht dieser berühmte Hexer? Geralt von Riva? Ich glaube, ich habe Arbeit für dich. Ich habe den Aushang gesehen. Es geht um ein Denkmal? Die Angelegenheit ist sensibel, aber ich zahle auch gut. Leider kann ich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr sagen. Interessiert? Ja. Die Statue. Erzähl mir, wo das Problem ist. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Viel mehr. Komm mit. Ich zeig es dir. Na gut, ich schätze, die Quest machen wir jetzt. Hier ist es. Unser ganzer Stolz. Reginald Dobry. Ein Gigant unter den Liebhabern, ein hervorragender Schwertmeister und obendrein ein trefflicher Musiker, dessen Hände so manches zum Klingen bringen. Hm, und was stimmt nicht damit? Wie soll ich sagen, die Kronjuwelen sind weg. Jemand hat einer Statue die Hoden gestohlen? Das ist ja nicht einfach nur eine Statue. Es ist das einzige Denkmal, das auf die Originalform von Reginalds eigenen Genitalien zurückgeht. Zertifiziert und geprüft. Sie entstammen seinen höchst eigenen Lenden und schenken jedem, der sie berührt, unvergleichliche Virilität. Mit Eintrittskarte jedenfalls. Daher musst du die Kronjuwelen wiederfinden. Okay. Du hast meine Aufmerksamkeit. Erzähl mir alles über Reginald, was du weißt. Da gibt es doch so viel. Der Legende nach haben er und der Architekt Pharamond Beauclair entworfen. Hm, beeindruckend. Vor allem hat Reginald sich um Fluchtrouten für Liebhaber verdient gemacht, die mit runtergelassenen Hosen erwischt werden. Im übertragenen und im wörtlichen Sinne. Später hat er sie selbst oft verwendet. Nicht aus Furcht, bewahre, sondern weil er seine Rivalen nicht im Duell töten wollte. Gibt es Verdächtige? Angesichts der enormen Potenz von Reginalds Goldsack ist jeder verdächtig. Wer würde ihn nicht für sich wollen?
Wann hat der Diebstahl denn stattgefunden? Das kann erst ein paar Stunden her sein. Ich habe die letzte Gruppe gerade erst geführt, da waren die Kronjuwelen noch da, wo sie hingehören. Ich muss mich umsehen. Vielleicht finde ich ja einen Hinweis. Tu, was du tun musst, um Reginalds Kronjuwelen in die Hand zu kriegen. Ohne sie sieht Beauclairs Touristikbranche harten Zeiten entgegen. Harten Zeiten. Harte Zeiten. Dann suchen wir nach den goldenen Hoden. Die Sägespuren sind gerade und glatt. Präzise Kastration, würde ich sagen. Keine Sorge, bald bist du wieder ganz. Hä? Auf der Map werden mir hier Ausrufezeichen angezeigt. Aber ich sehe nichts. Ah! Ha! Diamantsägeblatt, das Tatwerkzeug. Warum nimmt der sein Diamantsägeblatt nicht wieder mit? Ein Stück Mantelstoff an einem Nagel. Schweres Parfum. Gesundheit. Der Geruch dürfte mir den Weg weisen. Oh ja, dann nutzen wir unseren Schnuppermodus. Da gab es so ein Spiel auf der PlayStation 2, glaube ich. Ich glaube, das hieß Dogs Life. Und da habe ich zum ersten Mal genau den Schnüffelmodus gesehen, den Geralt benutzen kann. Das war fast genauso dargestellt. Naja, nicht ganz, aber ob die Entwickler von Witcher A Dog's Life auf der PlayStation 2 gespielt haben? Wer weiß. Grabenkrieger, hi, danke fürs Followen. Ich meine, ne, wenn man einen Erschnuppern darstellen will, wie soll man es sonst anders recht visuell darstellen? Das ist schon naheliegend, aber es erinnert schon stark dran. Kommt, Maiden und Ritter, Damen und Herren oben auf, kommt ihr großen Abenteurer. Ich habe die Schnüffelspur verloren. Ah, es schnüffelt in die Tür rein, oder? Oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich gehe nochmal raus. Nein, es schnüffelt an der Tür vorbei. Ich sehe das so schlecht. So, jetzt. Da lang. Der Geruch führt zu dieser Tür. Oh, tut mir leid, dass ich störe. Das ist nicht, wonach es aussieht. Ehrenwort, ich bin gestolpert und hingefallen. Und sie lag da schon. Psst, Hugo, das ist er nicht. Ich schwöre, das ist nur eine Verkettung unglücklicher Zufälle. Wie bitte? Das ist nicht mein Mann. Du meinst nicht dein Mann? Wer bist du? Was machst du hier? Raus, sonst rufe ich die Wachen. Ganz ruhig, ich will nur reden. Ich glaube nicht, dass wir irgendwas zu besprechen haben. Oh doch, haben wir. Fangen wir damit an. Für einen Mann deines Alters bist du ja in Topform. Ich esse gut. Beginne den Tag mit einem Glas Wein. Das erhält den Körper ganz vortrefflich. Interessant. Sollte ich mal versuchen. Sag, hast du je von Reginald Daubry oder seinem Denkmal gehört? Den kennt hier jeder. Reginald ist unser Nationalheld. Das ist so ein bisschen wie die Simpsons-Folge, wo Bart Ebenezer Springfield den Kopf absägt. Nur, dass der ihm den Hoden abgesägt hat. Aber sonst quasi exakt das Gleiche. Mehr oder weniger. Ach was, du bist gut informiert, Hugo. Vielleicht weißt du auch, wer Reginalds Hoden gestohlen hat. Ich kann alles erklären. Also... Runter nimm da! Ich weiß, dass du da drin bist. Du
Übergabe! Oh nein, bitte nicht auch noch er. Das ist wirklich nicht mein Tag. Hab ich dich, Halunke! Mach dich auf was gefasst, du! Hey, wer zum Teufel ist das denn? Rosalinda! Einen hätte ich dir verzeihen können, aber gleich zwei? Moment, ich habe nichts damit zu tun. Sehe ich wie ein Idiot aus? Dich werde ich lehren, im Teich eines anderen zu fischen. Also ehrlich gesagt, schon ein bisschen sieht er aus. Ich habe keine Zeit dazu. Geh nach Hause. Ja, ja. Das wird das Beste sein. Hier bin ich fertig. Ich weiß zwar nicht, wer du bist, aber wenn du nicht reingeplatzt wärst, hätte es für mich übel enden können. Danke, dass du mir die Haut gerettet hast. Also Zeit für ein Gespräch. Rosalinda, mein Täubchen, entschuldige uns einen Moment. Also gut, ich gestehe, ich habe die Kronjuwelen gestohlen. Und du wirst es mir nicht glauben, aber sie funktionieren. Heute haben Rosalinda und ich... Na, dreimal bis jetzt. Dreimal? Beeindruckend. Nicht wahr? In meinem Alter. Öfter als in den letzten 10 Jahren. Wie auch immer. Du hast die Eier geklaut, du musst sie zurückbringen. Hör mal. Vielleicht können wir uns einigen. Lass mich die Kronjuwelen behalten. Ich bezahle dich auch. Bitte gewähr mir das. Sie haben mich wieder jung gemacht. Ich mag das eigentlich immer nicht, wenn Geralt mit seinem Psychotrick die Leute so manipuliert, ne? Das ist so willenfreiheitsberaubend irgendwie. Das ist dieser Jedi-Mind-Trick, den man ja teilweise in dem Spiel schon relativ böse auch einsetzen kann. Sehe ich ein bisschen, bin ich nicht so wohlgesonnen, sehe ich ein bisschen skeptisch. Aber in dem Fall hätte ich den Kerl wahrscheinlich einfach umbringen müssen, wie es oft ist in dem Spiel. Deswegen war das auf jeden Fall, finde ich, glaube ich, die bessere Methode. Und das hier ist jetzt, finde ich, wirklich ein Dilemma. Weil der Kerl hat offensichtlich eher psychische Probleme. Und durch die goldenen Hoden werden die gelöst. Und ich meine, ist ja voll cool. Aber da kann ich einfach irgendeiner Statue irgendwelche Hoden absäbeln. Aber braucht die Statue wirklich unbedingt ihre Hoden? Braucht er sie nicht wichtiger? Braucht er sie nicht dringender? Aber viele Leute gehen da immer hin. Die haben vielleicht ähnliche komische Probleme. Ich meine, das ist doch eine Idee, oder? Er kann sie sich ein bisschen leihen, aber dann muss er sie zurückbringen. Versuchen wir das mal. Ich bin gespannt, wo das hinführt. Vielleicht kann ich sie dir noch einen Tag ausleihen. Was sagst du? Das sind mindestens noch 3 Nummern. Abgemacht, Kollege. Immer diese magisch sich schließenden Türen in Videospielen. Vor allem in Videospielen, es ist auch so witzig, so ein Universalgesetz, eigentlich fast in jedem Spiel, dass die Türen immer in beide Richtungen schwingen. Das ist nicht wie in der Realität, dass die sich in den Raum rein öffnen, nur in eine Richtung. Und alles sind immer Schwingtüren, die in beide Richtungen aufgehen. Macht ja auch voll Sinn, weil wenn dir als Spielcharakter eine Tür, vor der du stehst, entgegenkommt, dann schiebt die dich zur Seite oder du glitschst durch oder du wirst gegen die Wand gequetscht oder so. Es macht nur Probleme. Deswegen macht man natürlich einfach Schwingtüren. Aber es ergibt keinen Sinn. Ach so, ich soll jetzt wirklich einen Tag warten. Ich dachte, die Quest ist jetzt quasi erledigt. Und nee, aber wir müssen jetzt echt warten. Dann machen wir das. Wahrscheinlich stirbt er jetzt an einem Herzinfarkt oder so. Und dann ist es auch okay. So.
So, noch schnell. Ich finde es immer blöd, dass man nur 23 Stunden sich ausruhen kann. Wenn man wirklich einen Tag warten will, muss man immer noch mal eine Stunde extra meditieren. Lieber vor Trunkenheit sterben, als vor Langeweile. Oh, mächtige Eier aus Granit, heißt die Quest. Warte einen Tag. Ich dachte, das habe ich gerade gemacht, aber dann warten wir halt noch einen Tag. So, kehre zu Hugo zurück.